Ja, jetzt ein Schülersegnungsgottesdienst, da so eine seltsame Brücke. Was denn da kommt, das sehen wir noch. Denn da so eine Flipchart mit ein paar Sachen, wo wir gespannt sind, was kommt. Herzlichen Dank. Jetzt kommt dann die Schule, oder? Aber die Schule ist nicht nur für Kinder, sondern die Erwachsenen sind auch in einer Schule. In der Lebensschule. Und die Lebensschule, die ist manchmal eine Hochschule und manchmal eine Tiefschule. Weil man auch tief unten durch muss und dann merkt, dort lernt man am meisten. Und was lernt man so in der Schule? In der Schule lernt man zum Beispiel, was richtig ist. In der Schule, in der jetzt ihr Kinder hingeht, zum Beispiel, dass 1 und 1 2 gibt. In der Mathematik. In der Ehe, das lernt man dann in der Lebensschule, gibt 1 und 1 1. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Man lernt aber auch, was falsch ist. Und wie ist das jetzt, oder? In der Schule. Ich habe gesagt, da geht es um drei Dinge. Das hat Janet gesagt. Das steht auch hier. Es geht um Lieben, Korrigieren und Stärken. Also wenn ich jetzt ein Kind, das in der Schule richtig schreibt und falsch schreibt, liebe, wäre ich dann ein guter Lehrer, der sagt, oh, ist schon gut, mach so, wie du willst, man versteht es ja. Ist Liebe den anderen machen lassen, was er gerade so macht, auch wenn er es vielleicht gar nicht merkt, dass es da schief rauskommt, ist das Liebe? Wir merken, Liebe ist eigentlich zu sagen, hey, das hier, das ist richtig. Und das hier, das ist leider falsch. Und dann kommen wir schon zum zweiten, zum Korrigieren. Korrigieren heißt eigentlich die Sache richtig einordnen, oder? Und dann, wenn wir jetzt aber sagen, ja, da ist es dabei, das Kind, das jetzt falsch geschrieben hat und falsch nicht richtig geschrieben hat, muss jetzt herausfinden, wie geht das? Wenn wir jetzt noch Stärken dazu nehmen, oder ein Lehrer, der stärkt, der zeigt jetzt, wie du als Kind lernen kannst, falsch richtig zu schreiben. Und dann ist falsch nicht falsch, sondern falsch richtig in der Schule. Und richtig wäre dann falsch geschrieben mit CK, aber das machen wir nicht. Also wir haben hier Lieben, ich schreibe es jetzt noch hier hin. Wir haben, was kommt hier? Schon? Jetzt muss ich das richtig schreiben, hä? Wie manchen R muss ich machen? 3. Korrigieren. Es hat 3, Wauti. Du warst falsch. Und hier kommt Stärken. Okay. Uiuiuiui. Ui, ui. Ich habe euch einen Text aus der Bibel mitgebracht. Und in diesem Text steht etwas über Erziehung. Und es steht nämlich dort etwas über Erziehung in der Familie und wie Gott uns erzieht in der Lebensschule. Eigentlich ist die Familie ein Vergleich dazu, wie Gott uns erzieht, weil Gott ja unser Vater ist.
Durch den Glauben an Jesus Christus können wir Kinder Gottes werden. Alle, die Jesus aufnehmen, werden Kinder Gottes, die an seinen Namen glauben. Und dann sind wir in der Familie Gottes und Gott ist unser Vater. Und was macht ein Vater und eine Mutter? Sie erziehen mit Liebe, Korrektur und Stärke. Schaut, wir schauen das an. Es steht im Hebräerbrief. Und wer eine Bibel dabei hat oder eine Bibel-App, dann schlagt doch das bitte auf. Und wer das nicht hat, schaut auf die Folie. Da haben wir den Text auch. Aber es ist jeweils auch gut, selbst mitzulesen. Also ich empfehle, etwas in die Hand zu nehmen. Da steht im Hebräer 12 und Vers 5 an, und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. Und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Zurechtweisen, sogar strafen, ist ein Ausdruck von Liebe und davon, dass man ein Sohn Gottes sein darf. Dann geht es weiter. Wenn ihr also Schweres ertragen müsst in der Tiefschule des Lebens, wenn ihr also Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Es geht noch weiter. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Noch der letzte Vers. Keine Strafe ist angenehm. Wer hat das schon gemerkt? Keine Strafe ist angenehm. Sind deswegen Strafen Blödsinn, weil sie nicht angenehm sind? Nein, es steht hier, sie sind auch noch schmerzlich, während wir sie erleiden. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Also Gott braucht diese Erziehung, indem er uns liebt, indem er uns korrigiert und dazu gehört auch mal Strafe und indem er uns stärkt, weil wir seine Kinder sind. Und ihr Kinder gehört in eine Familie oder ihr geht zu einem Lehrer und dort gibt es auch Korrektur. Gott hat ganz verschiedene andere Methoden, um uns zurecht zu formen. Und er darf das, weil er Gott ist. Ein Vater und eine Mutter hat auch Möglichkeiten, ein Kind ein bisschen zu formen, aber nicht so wie Gott. Und ein Lehrer hat schon wieder andere Möglichkeiten, der kann Strafhusi geben oder so etwas. Die Möglichkeit der Korrektur oder der Strafe ist überall anders. Aber das Ziel ist immer das, dass wir geformt werden, damit wir Frieden haben und damit wir leben können. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Sie handelt vom Propheten Jeremia. Der Prophet Jeremia hört ja Gottes Stimme, immer ganz deutlich. Manchmal ist das für ihn ziemlich herausfordernd. Und jetzt weiß er nicht, was Gott genau will. Er hört, wie Gott sagt, geh in die Werkstatt des Töpfers. Jeremia geht. Und dann sieht er den Töpfer dort, wie er an seiner Töpferscheibe arbeitet und Ton formt. Und Jeremia beobachtet weiter und er sieht,
dass immer wenn dem Töpfer etwas misslingt, dann nimmt er den ganzen Tonklumpen und beginnt von vorne. Und das macht er so oft, bis er das Gefäß so hat, wie er es will, wie es vor seinem inneren Auge steht. Jeremia beobachtet das und dann hört er, wie Gott zu ihm sagt: Sollte ich es mit Israel nicht genauso machen wie der Töpfer mit dem Ton? Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so bist du in meiner Hand, sagt Gott. Und dann erklärt der Herr weiter: Wenn ich einem Volk androhe, dass ich das Volk ausrotte, wirklich vernichte, die Leute aber dann ihr schlechtes Verhalten einsehen und ihr Leben verändern, dann, so sagt der Herr, will ich das, was ich angedroht habe, nicht eintreffen lassen. Das Schreckliche soll nicht da über diese Leute kommen. Umgekehrt, wenn ich zu einem Volk sage, du, liebes Volk, ich will dich aufblühen lassen, es soll dir gut gehen, ich will dich stärken und du sollst entfaltet werden. Und dann sündigen diese Leute im Volk aber fortdauernd und sie gehorchen mir nicht. Dann werde ich doch auch hier meinen Entschluss ändern und den ganzen Segen und all das Gute für dieses Volk ihnen nicht geben können. Das ist also jetzt dieses Bild von einem Töpfer, der einen Klumpen Ton hat und das formt. Und Gott braucht dieses Bild für den Jeremia und auch für uns, damit wir verstehen, ja, eigentlich ist auch mein Leben und dein Leben wie ein Ton in der Hand des Schöpfers. Unser Gott ist ein guter Gott. Er ist ein Gott, der uns liebt. Er ist ein Vater, der an uns denkt und für uns schaut. Das hier ist die Bible-Story, dort kann man sie nachlesen. Und dieser Gott hält dich in seiner Hand. Darf er dich formen? Oder bist du so ein verrückter Tonklumpen, der ihm immer wieder von der Töpferscheibe springt? Lass zu, denn es kommt gut aus. Jedes Formen ist unangenehm, weil es bringt uns in eine andere Position. Aber es kommt etwas Schönes raus. Ich wünsche dir und mir, euch Kindern in der Schule und uns Erwachsenen und uns allen in der Lebensschule, dass wir uns formen lassen von diesem Töpfer. Denn Gott hat ein sagenhaft großes Ja zu dir und zu mir. Wenn er korrigiert, dann tut er es in Liebe. Wenn er stärkt, dann tut er es, damit wir leben können. Ein paar Tipps so zum Schluss. Gott liebt dich, darum erzieht er dich. Wenn du der Erziehung ausweichst, dann gehst du in eine Zone ohne Liebe. Er lässt dich Herausforderndes erleben und er stärkt dich. Glücklich bist du, wenn der Herr selbst deine Stärke ist. Liebe Eltern, ich spreche an uns. Liebt eure Kinder von ganzem Herzen. Gott hat ein Ja zu euch, Eltern. Habt ebenso ein Ja zu euren Kindern. Korrigiert die Kinder auch wenn es schmerzhaft ist, wenn sie nicht gerade so wollen. Es geht nicht darum, dass ihr sie wie Ton zusammenknetet und verformt. Das ist Gottes Aufgabe. Wir sind Ton in der Hand Gottes. Aber formt sie, indem er sie liebt, korrigiert und stärkt, mit Ermutigung und mit wahren Korrekturen. Nicht im Sinn von, ist schon gut, mach was willst, aber auch nicht im Sinn von, du bist ein Versager, du hast falsch geschrieben und vergessen, dass richtig war, sondern einfach in diesem Ja. Brecht sie nicht. Nutzt sie nicht aus, die Kinder, immer noch ihr lieben Eltern. Lasst sie nicht verwahrlosen. Stärkt sie, ermutigt sie.
dass sie ihre Berufung hören, die sie von Gott haben und darin wachsen. Liebe Kinder, eure Eltern lieben euch, wenn sie euch erziehen, auch wenn es saumäßig unangenehm ist. Vertraut euren Eltern, dass sie es gut meinen, dass sie ein Ja für euch haben, auch wenn ihr das Ja gerade nicht spürt. Das Ja ist hinten dran, es ist wirklich da. Wir sind von Gott geliebt als Eltern, wir wollen euch Kinder lieben von ganzem Herzen. Eltern machen Fehler. Das steht auch in der Bibel, haben wir eben gelesen. Die Väter erziehen nach bestem Wissen und Gewissen, aber sie machen Fehler, aber nur Gott macht keine Fehler. Aber wir lernen alles, indem wir Fehler machen. Kinder machen übrigens auch Fehler, oder? Oder noch nie? Wir können gar nichts lernen, wenn wir keine Fehler machen. Wenn ein kleines Kind zu kriechen beginnt, dann macht es 1000 Fehler und fällt auf den Bauch. Wenn es zu gehen beginnt, fällt es auf die Nase. Und wenn es zu sprechen beginnt, sagt es so komische Wörter, die man nicht versteht. Es macht zuerst alles falsch. Aber so lernt es. Und so lernen wir lesen, schreiben, rechnen, aufräumen, kochen, nähen, musizieren, Hochsprung und töpfern. Ohne Fehler geht nichts. Und ohne Korrektur lernen wir nichts. Lehnt euch also nicht auf, wenn sie sagen, da die Erwachsenen, das ist falsch, so muss es gehen. Lehnt euch nicht auf, sondern versucht darin zu lernen. Das sage ich euch Kindern und allen, die in der Lehrenschule Gottes sind. Liebe Lehrpersonen, da hat sie auch noch unter uns. In der Schule und auch in der Gemeinde. Seid mutig darin, nach Gottes Vorbild zu erziehen. Und da spreche ich mich selbst auch wieder an, weil ich auch Unterricht mache für Teenager. Liebt die Kinder, die euch anvertraut sind. Im Schatzsucher, im Leuchtkäferli. Oder in, du machst jetzt eine Stellvertretung in der Schule. Liebt die Kinder, die euch anvertraut sind. Entscheidet euch für jedes einzelne dieser Kinder mit einem Ja, einem großen Ja. Seid wie gute Hirten, die den Zustand eurer kleinen Herde kennen. Und liebe Gemeinde, hier ist ein Ort der Begegnung. Wir möchten Gott begegnen. Es soll ein sicherer Ort sein. Ein Ort, wo Kinder und Erwachsene bedingungslos angenommen sind. Wo man auch schwach und unfertig sein kann. Mir gefällt das mit dem Unfertig. Ich habe nämlich so ein paar Charakterschwächen bei mir entdeckt. Und wenn ich immer sage, ah, da bin ich ein Versager, dann wird alles so rot. Wenn ich aber höre von Gott her, du bist einfach noch nicht fertig, ich bin dran, dann tut das gut. Ich bin auf dem Weg. Und hier dürfen wir so sein, hier in der Gemeinde wollen wir ein Ort sein, wo wir unfertig sein dürfen und deshalb auch zu unseren Schwächen stehen dürfen. Es bringt nichts, wenn wir Masken tragen, wenn wir einfach unsere Schocki-Seite zeigen, wenn wir immer singen, always look on the bright side of life, schau immer die schöne Seite des Lebens an. Ja, es gibt beide Seiten, es gibt die Tiefschule und die wollen wir nicht verbergen. Wir wollen hier Gott erkennen. Wir wollen hier merken, dass wenn wir Kinder Gottes sind, er uns frei macht. Freiheit der Kinder Gottes. Wir wollen entdecken, was für eine Berufung Gott für uns hat. Wenn ich so in die Gesichter schaue von euch, in der Videokamera, da sehe ich es leider nicht, wer du dahinter bist. Aber ich weiß es auch. Gott hat eine persönliche Berufung für uns alle, für jeden und jede von uns. Die wollen wir entdecken. Wir haben heute die Chance, diesen neuen, spürbaren und ansteckenden Lebensstil zu entdecken. Und heute wollen wir das auch machen mit diesem Schüler-Segnungsgottesdienst. Es ist ein Segnungsgottesdienst zum Neustart. Und wir werden merken, die Schüler stehen im Zentrum, aber auch die Eltern und Lehrpersonen kommen nicht zu kurz und werden heute mit einem Segenszuspruch nach Hause gehen. Und schließlich kommt dann am Schluss auch eine Gruppe, die ebenfalls einen Neustart wagt. Das sind die Hauskreisleiter. Das alles kommt jetzt in
unserem nächsten Teil im Gottesdienst. Wir steigen ein in ein Lied, das ein Gebet ist. Herr, lass uns leuchten. Lass uns doch leuchten, so wie du uns erleuchtest. Du bist das Licht, das ewig ist und das in diese dunkle Welt hineinscheint. Lass uns selbst jetzt dieses Licht weitertragen. Und das wünsche ich euch Kids auch in der Schule, dass ihr so kleine Lichter seid, was das Licht von Jesus in eure Schulklassen hineintragt und euren Lehrpersonen immer wieder ein Lächeln auf die Lippen geben. Gut, manchmal auch Sorgenfalten, aber das wünsche ich euch. Lasst uns dieses Lied singen. Du bist das ewige Licht.